Und nach wie vor ist es so, dass trotz Gesetzen den Leuten der Strom abgestellt wird, so nach und nach, wenn sie ihre Rechnungen nicht bezahlen oder bezahlen wollen oder bezahlen können. Es gibt da alle möglichen Varianten, warum den Leuten der Strom abgestellt wird, ne? Also ich meine, wer es da herausfordert, der soll es dann auch bekommen. Aber es gibt dann wirklich auch die Fälle, die wirklich nichts dafür können. Und die sitzen dann da mitten im Januar ohne irgendwelchen Strom. So, meinem Nachbarn ist es neulich so gegangen. Und damit der wenigstens so ein bisschen Handy laden kann und so weiter und so fort, habe ich ihm jetzt mal das hier zusammengebastelt. Solche, also erstmal im Grundding, ne, das ist ein stinknormaler Laptop-Akku, sage ich, Akkuschrauber-Akku. Nickel-Cadmium mit 18 Volt. Und hier dieses kleine Baustein-Ding, das gibt es für 2,22 € inklusive Versand von unseren chinesischen Freunden, macht aus, ich glaube, von 30 bis 7 Volt Eingangsspannung macht es dann 5 Volt. Also ihr könnt dann alles an den Eingang hängen zwischen 7 und 24 Volt. Heißt, ich kann meine Akkus auch richtig schön leer ziehen, bis auf 0,5 Volt pro Zelle, wie es bei Nickel-Cadmium-Zellen eben so gehandhabt werden kann. Und voll bekommt man den Akku mittels kleinen ReEMF-Charger. Hier seht ihr an der Seite, das ist praktisch die Ladeeinheit dafür. Wie so ein Ding gebastelt wird, das wisst ihr ja auch. Und vorzugsweise erstmal Solarpanels. Hier habe ich echt nicht schlecht geguckt. Die gibt es momentan im Paulin-Katalog. Die sind normalerweise vier Teile aneinander, also so eine übelst lange Reihe. Bringt 300 Volt raus bei 200 Milliampere oder sowas. Insgesamt jedenfalls 100 Watt. Und die Dinger kann man durchschneiden. Ne? Die sind nämlich immer in vier gleiche Teile unterteilt, und wenn man da mit einer feinen Schere genau dazwischen lang schneidet und hier die Anschlüsse von dem Strom praktisch mit einem kleinen Kabel herausführt, kann man die auch einzeln benutzen und kann sie so eben sich zurechtschneiden, um sie zum Beispiel ins Fenster zu hängen. Und vom Preisvergleich her, also so eine komplette Bahn mit vier solchen Dingern kostet 50 Euro. Das heißt, du bist bei Stück bei 12,50 €. 12,50 €, das Ding bringt so um die 50 Volt raus und um die 200 Milliampere. Das reicht auf alle Fälle, um hier so einen Akku voll zu jodeln. So, und falls dann doch mal über Tage lang es bewölkt draußen sein sollte oder gar nichts geht, kann man sich dann auch noch so ein Ding hier ranbasteln. Hier unten dran ist ein kleiner Servomotor. Das hier ist ein Bipolar-Servomotor. Und dahinter einfach eine Vierwege-Gleichrichterbrücke an den zwei Spulen, die da rauskommen, ist die erste Variante. Mal gucken, ob ich da noch ein bisschen umbauen kann. Aber das funktioniert auch halbwegs. So, die zwei praktisch über vier Wege Brückengleichrichter rausführen und auf dem ReEMF-Charger draufhauen. So, das Ding, was ihr hier seht, das ist einfach nur eine riesengroße Schwungmasse, damit man nicht ganz so viel kurbeln muss. Und dann kann man das loskurbeln, das Teil. Irgendwann, ah ja, jetzt geht der ReEMF an. Seht ihr? ReEMF geht los und Akku wird geladen. So, und jetzt muss man einfach nur hier dann, tja, am besten schon ein paar Minuten am Stück oder ein paar Stunden am Stück, hier das einfach nur immer bewegen. Vielleicht kann man sich noch ein Windrad drauf basteln oder sonst was. Aber so ist das Grundprinzip erstmal. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Anregungen geben. Wie gesagt, also die Solarpanels hier, die haben mich voll auf den Arsch gesetzt. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis her echt unschlagbar und ist momentan eine gute Zeit, sich dafür damit zu beschäftigen. Also kann man sagen, 12,50 € für 25 Watt, und das ist wirklich bisher unschlagbar, was ich so an Neupreisen gesehen habe. Das war viel teurer gewesen, bringt auch nur 20 Watt. Ja, und wenn man sich dann solche Dinger an die Fenster ranmachen kann,
und ein REMF dahinter hängt, kann man natürlich auch solche Dinger hier wunderbar laden. Dank der Köln-Geschichte und diesen Profikameras mit den Nickel-Cadmium-Nickel-Metall-Hydrid-Akkus, die in 24 Volt-Packen in Reihe zusammengeschalten waren, weiß ich jetzt ja zum Glück, dass das wunderbar funktioniert, dass man die alle wunderbar in Reihe laden kann, wenn man die Ströme natürlich beachtet und dass auch dieses Überladen der Zellen gar nicht mal so schlecht ist. Also in den Originalanleitungen von Nickel-Cadmium-Nickel-Metall-Hydrid-Akkus steht sogar manchmal drin, dass sie mit so und so viel Prozent des Öfteren durchaus überladen werden können oder manchmal sogar müssen. Dass sie wunderbar funktionieren. Und hier ist das natürlich kein Problem, wenn die alle in Reihe sind. Da brauchen wir auch keine Balancer-Anschlüsse und ja, dann klappt das. Bei mir wird jetzt momentan nur das Licht hier darüber gesteuert. Da hängt noch kein REMF dran, wird aber auch noch rangebaut. Aber ich wollte auch mal gucken, wie es so funktioniert. Also das ist jetzt nur der reine Akku an 4 12 Volt LEDs in Reihe jeweils. Kann ich schon mal als gut funktionierend weitergeben. So schaut es jetzt momentan im Labor hier aus. Hier habe ich so gemacht, dass zwei von den Zellen in Reihe sind, dass praktisch um die Leerlaufspannung 130 Volt ungefähr kommt ungefähr raus. Und damit werden die jetzt hier gut bei Laune gehalten. Hier hängt jetzt auch noch kein REMF dran. Hier habe ich die Version mal mit den Akkuauffrischern probiert. Das heißt, wenn hier Sonne ist, kommt der Strom hier auf diese ganzen Zellen in Reihe. Die sind so ungefähr bei 130 Volt jetzt und werden damit ordentlich frisch gehalten. Ja, irgendwann sollen die natürlich den Bedini-Scooter betreiben, aber solange das Rad hier drüben noch nicht richtig stabil ist, wird es erstmal dafür hergenommen, hier fürs Katzengras das Pflanzenlicht zu betreiben. Naja, müsste ich jetzt mal wieder einschalten, kann ich das gleich wieder anlassen. Ja, das ist die zweite Version, was ich mit den Panels da so hinbekommen habe. Und hier sind 4 Stück, alle parallel geschalten, dass ich so auf 50 Volt komme und ungefähr, ja, theoretisch wären es 1 Ampere ungefähr, was rauskommt. Aber so praktisch sind es nur ungefähr 500 Milliampere durch den Winkel, wie hier die Sonne steht und da Glas noch davor ist. Und das zieht halt alles noch ein bisschen Licht weg, aber es reicht trotzdem, um mir dann diesmal mit REMF-Charger, hier oben ist er, und das sind 2x allein Akkus. Die sind bei mir jetzt dafür da, um das Lichtlein hier zu betreiben. Auch hier habe ich so gemacht. Ich komme jetzt ungefähr mit 23, 24 Volt eben aus meiner Batterie raus. Und das sind 3 12 Volt LEDs in Reihe geschalten. Also bräuchten eigentlich 36 Volt. Aber da hier auch noch so eine kleine Ansteuerung mit drin ist, die das ein bisschen hochschaukelt, sind sie nicht ganz so hell, wie wenn ich sie jetzt mit 36 Volt betreiben wollen würde. Aber trotzdem voll ausreichend hell für mich. Ziehen um die 150 mA und ja, das könnt ihr euch ja ausrechnen, wie lange man da so mit 30 Ampere Stunden Batterien hinkommt. Tja, also ich muss das hier nicht nachladen. Das macht wirklich alles, das Solarpanel. So, und jetzt für die, die denken, der Typ hat einen totalen Schatten, alles mit solchen Zellen hier auszustatten, die sind doch heidenteuer. Jetzt mal nebenbei, also das Paket hier ersetzt mir jetzt die 3 Kollegen und haben eine viel geringere Selbstentladung als die Bleizellen. Und 70 mA braucht es ja, habe ich auch erzählt in den früheren Videos, das ist die 2,88 Watt Lampe. Und damit komme ich jetzt gut und gerne, also wenn ich jeden Tag so eine Stunde das Licht ungefähr anhabe, eine ganze Woche hin mit dem Pack.
ist auf, ich glaube, 2 Amperestunden ist da noch ausgelegt. Und ja, wie gesagt, wie ich vorhin schon mal angefangen habe, für alle, die jetzt denken, ich habe einen totalen Schatten, das alles mit solchen Zellen zu machen. Ja, mag sein, dass ich einen kleinen Schatten habe, vielleicht auch einen größeren. Aber diese ganzen Zellen hier, das sind alles Zombie-Zellen. Zombie-Zellen? Weißt du, was Zombie-Zellen sind? Ja, ne? Ja, vielleicht werde ich später über das Video hier herzhaft lachen, aber momentan, wie gesagt, es funktioniert. Zombie-Zellen. Das sind Zombie-Zellen. Hier die Dinger, die gibt es ja überall in jedem Supermarkt. Und da schmeißen die Leute vorwiegend die Batterien rein, die kaputt und tot und leer sind und so weiter und so fort. Und ab und zu hat man da mal Glück, dass hier Akkus dabei sind, ne, solche Dinger hier zum Beispiel. Aber meistens sagen die Ladegeräte, wenn man die in normale Ladegeräte reintut, der Akku ist am Arsch, die will ich nicht laden. Ne? Deshalb liegen die ja hier drin. Also, totgeklappte Zellen. Dabei darf man nicht alles glauben. Ne? Nicht überall, wo Akku draufsteht, ist auch Akku drin. Hier steht zwar zum Beispiel Akku drauf, 1,5 Volt. Auf dem Kleingedruckten ist dann allerdings zu erkennen, dass es eine aufladbare Alkali-Batterie ist, wo man schon extrem aufpassen muss. Ja, ich habe es 2-3 Mal gemacht, dann sind die mir ausgelaufen. Also Alkali-Batterien, ja, jedenfalls ja mit ganz geringen Strömen kann man sie schon laden. Das geht dann schon, ne? Aber in meinen Akkupacks, wo ich die eingebaut habe, haben die nicht so funktioniert wie die restlichen Zellen. Dafür haben die anderen umso besser funktioniert. Hier solche Teile zum Beispiel. Ja, und dann kommen die Zellen da ja meistens rein, wenn sie komplett kaputt sind. Ne? Und viele, viele sind dabei, die komplett bei 0 Volt sind. Hier habe ich jetzt zum Beispiel mal eine rausgenommen. Und da kann man ja in den ganzen einschlägigen Profi-Foren lesen, dass sie dann komplett im Arsch wären und nur in den seltensten Fällen, wenn überhaupt wieder regenerierbar sind. Und wenn sie unter 0,7 Volt wären, würde da irgendwas da drin passieren, dass die kaputt gehen würden und lauter so das Sachen. So, da habe ich mir dann seinerzeit mal solche Akkus vorgenommen, die auseinandergebaut, die ich mit meinem damaligen Ladeverfahren nicht mehr hinbekommen habe. Und konnte absolut nichts feststellen, also dass die sich da drin irgendwie unterschieden haben von richtig fitten Zellen. Ja, also da war alles so, wie es zu sein hatte. Nichts war durchgeschossen, nichts hatte geschmort, nichts ist irgendwie hatte sich verfärbt oder so. Also auf den ersten Blick müssten die ja eigentlich noch gehen. Ja, und dann kommt es eben darauf an, wo die eingebaut worden sind. Ne, wenn die jetzt zum Beispiel in einer Taschenlampe eingebaut worden sind, die dann aus Versehen angelassen wurde und wo eine Glühlampe zum Beispiel drin ist, dann werden die wirklich auf 0 Volt runtergezogen. 0, niente, gar nichts mehr. Ne? 2-3 Wochen im Schrank lassen und dann sind die Dinger bei 0. So, die Version gibt's. Und die Version, dass Zellen kurzgeschlossen sind, die gibt's natürlich auch. Aber wie gesagt, bei meinen ganzen jahrelangen, ne, also ich sammle hier schon ziemlich lang, ich habe so meine 3-4 Hauptsupermärkte, wo das so halbwegs geht. Ne? Also ich mache es immer so, dass ich mir einen Haufen richtig alte, kaputte Zellen mitnehme und die praktisch umtausche, ne? Damit niemand irgendwie richtig rummeckern kann. Nur in den seltenen Fällen bin ich angemeckert worden. Meistens haben die Kassiererinnen da so viel mit sich selbst zu tun, dass sie da erstmal woanders hingucken. Aber dass ich die Leute frage, ob ich das machen darf, das habe ich mir abgewohnt. Weil die sind natürlich angehalten, ne? Also diese Firmen, die da diese Container aufstellen, die geben den Supermärkten ja Geld dafür. Ne? Also nimmst du denen schon irgendwo ihr Eigentum weg, ne? Wenn man es jetzt rein rechtlich betrachtet. So, ich bin es aber ja naturmenschmäßig, ne? Also habe mitgekriegt, dass ich in ein Theater reingeboren wurde und habe dann hinter die Kulissen geguckt, bin dann aus dem Theater rausgegangen und ja, hier draußen ist alles anders, alles gibt's kostenlos, aber ja, alles muss man sich selber basteln. Und auch wenn alles andere rundherum billiger und billiger wird, bei den Nickel-Cadmium- und Nickel-Metall-Hydrid-Zellen, da halten sich die Preise. Ja, das war noch D-Mark-Zeit hier gewesen. Der ist auch wieder fit jetzt, der war auch bei 0 Volt gewesen, mal übrigens nebenbei. Ja, so vom Preis her hat sich nicht viel verändert, von daher die ganzen Dinger neu kaufen, da zahlt man sich wirklich dumm und dusselig. Das Regenerieren von den Dingern ist ja nun wirklich kein Geheimnis mehr. Mit Bedini könnt ihr anfangen, wenn euch die Geräuschkulisse nicht stört.
der ist jetzt schon ziemlich fit, ne, bei 9,13 Volt, aber ihr seht, was es für ein Ding ist. Ich glaube, den gab es auch noch zu D-Mark-Zeiten. Nickel-Cadmium-Akku in Murrenalter. Und ja. Mit Bedini könnt ihr die im ersten Durchlauf richtig gut durchtesten, welche Zellen dann noch in Ordnung sind und welche nicht. Ne, wenn er jetzt so wie der hier bei über 10 Volt hinkommt, sind noch alle Zellen in Ordnung. Und wenn er dann nur so bei 6 oder 5 Volt stehen bleibt, dann sind da ein oder zwei Zellen kaputt. Dann könnt ihr sie auseinanderreißen und dann sind da ja solche Mini-Zellen drin. Wo haben wir sie denn? Hier. Da ist zum Beispiel eine. Solche kleinen Mini-Zellen, 1,2 Volt, zwischen 120 und 160 mA. Da kann man auch noch ein bisschen Schabernack mitmachen. Ne? Zum Beispiel sowas hier, sich 24 Volt Zellen zusammenbasteln für RMF-Taschenlampen oder sowas. Tja, dazu aber vielleicht erstmal später. Das ist die Version, wie man die 9 Volt Blocks wieder fit bekommt. Hier habe ich mir einen 24 Volt RMF Charger zusammengebastelt, wo ich dann drei von den Alkali 9 Volt Blöcken immer dran habe. Er bringt so um die 35 Volt ungefähr raus, wenn der RMF angeschlossen ist. Und da tue ich auch immer drei leere aus meinen Messgeräten in Reihe, lasse die einen Tag durchrödeln und dann ist einer oder zwei davon meistens wieder bei über 10 Volt konstant und ohne dass sie auslaufen und dass sie überladen werden zu sehr, kann ich die dann 7, 8, 9 Mal benutzen. Aber Alkali-Batterien, naja, zur Not halt, ne? Aber lieber sind mir dann schon die Akkus hier. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir den Kollegen auch wieder fit bekommen. Da nehme ich für den ersten Durchlauf immer den RMF hier, der ist ein 4,5 Volt Netzteil mit 200 mA und dann ganz normale Magneten rechts und links. Ne? Na, mal gucken, ob er auch wirklich bei 0 Volt ist, nicht dass ich euch hier vergackeiern möchte. Na toll, ist auch die letzte Zelle, die ich rausgefischt habe, schon irgendwann mal regeneriert worden von mir. Es ist dann wie so eine Sucht, ne? Wenn man dann einmal begonnen hat, die Zellen zu regenerieren, da möchte man alle durchprobieren. Man kann dann gerne mal aufhören, also ich muss euch da echt warnen. Ja, und bei der hier, 9,13 Volt. Ist noch voll im Rahmen, ne? Wenn die mehr als 0,7 haben, sind sie eigentlich sowieso noch fit. Da braucht man eigentlich auch so nichts machen, außer die mit dem RMF laden. Und mal hier mal gucken, das rennt. Das Lämpchen ist auch an, also geht auch Strom rein. Mal gucken, wo es hingeht. Vielleicht ist er auch nur ziemlich hochohmig, das gibt es nämlich auch manchmal. Also manchmal ist es so, dass er von unten her hochgekitzelt werden müssen. Ne? Also bis sie 0,7 Volt erreicht haben, geht es ziemlich schleppend, geht es ziemlich langsam. Aber wenn sie dann die 0,7 Volt Grenze erreicht haben, geht es ratzfatz nach oben. Und hier, aha, das ist der Fehler. Das ist zum Beispiel so ein hochohmiger Kandidat. Ja, die ist jetzt auf 6,50 Volt. Also ist er eigentlich voll an der Kotzgrenze, deshalb ist das Lämpchen auch so dunkel. Eigentlich müsste das noch viel heller sein. Aber ich erwarte jetzt mal, das lassen wir jetzt mal ein bisschen dran. Genau, es sinkt schon. Ja, jetzt sinkt das runter von 6,50 Volt auf. Wir gucken später nochmal drauf. Und ich sage euch dann mal, wie lange es gedauert hat. Aber wir müssten dann praktisch warten, bis er wieder bei 1,7 Volt ist. Und dann kann man das erste Mal den Akku wieder entladen und dann nochmal laden und dann müsste er wieder fit sein. Also die zwei Varianten gibt es. Jetzt habe ich euch gleich mal die hochohmische Variante gezeigt, wie man das mit dem RMF wieder hinbekommt. Würde auch mit Bedini gehen natürlich, ne? Aber das ist schon ein bisschen geräuschärmer. Und ich glaube, naja, gut, von der Zeit her dürfte ich es nicht viel nehmen, um sie jedenfalls wieder auf Normallevel zu bringen, ne? Gucken wir mal, wie lange es dauert. Nun haben wir es 10 Minuten später ungefähr, dass ihr die Zeit im Überblick habt. Ich werde höchstwahrscheinlich nicht warten, bis ich das Video hochlade, bis der hier bei seinen 1,7 Volt ist. Ich weiß, dass es funktioniert, habe es schon so oft gemacht.
Es ist ganz normal, dass der Akku, er wird jetzt schon etwas lauwarm, er wird ein bisschen wärmer, dann wird er wieder ein bisschen kälter, wird er ein bisschen wieder wärmer. Also das scheint normal zu sein. Explodiert ist bei mir bisher nichts. Immer schön die Milliampere beachten. Wie gesagt, der hat ja so ab 500, 600 Milliampere könnt ihr hier ungefähr rangehen. Ne? So Akku, der hat jetzt 1100 oder 1200, wie hier draufsteht, 1500 sogar. Naja, sagen wir mal 1000, ne? Für die Größe ist schon China-Herstellung wahrscheinlich. Ja, und hier gehe ich halt nur mit 200 mA rein. Ne? Also wenn ihr ein größeres Netzteil habt, meinetwegen so 4,5 Volt und 400 mA oder 500 mA, dann könnt ihr auch zwei von solchen Kandidaten in Reihe schalten und die dann in Reihe dran anklemmen. Das dauert dann zwar etwas länger, geht aber trotzdem und bewirkt zumindest, dass eure Batterie nicht totgeschossen wird durch ein Re-EMF. Ne? Also hier schon ein bisschen auf die Milliampere achten. Aber ansonsten seid ihr da dann immer auf der sicheren Seite. Ich habe einen Gesamtausschuss von Zellen, die ich gesammelt habe, ungefähr von, lass es 5% gewesen sein. Also 5% von den Akkus, die ich rausgesammelt habe, muss ich dann wirklich wieder zurückgeben, weil sie kurz geschlossen gewesen sind. Aber die meisten, die haben wirklich gut durchgehalten. Warte mal, ich habe hier irgendwo meine Spezial... Ah, die hier, die wollte ich euch nicht vorenthalten. Da war ich total überrascht. Das waren 2 Amperestunden Akkuschrauber, Zellen gewesen hier. Und alle verfärbt und auch schon hier oben ein bisschen Euf dran und überall. Und Baujahr 97, hier ihr seht's. Und auch die habe ich wieder hinbekommen. Zwar nicht mit so einem 200 mA Netzteil wie hier vorne, ne? Also hier musste ich dann schon mal ein Ampere reinschicken oder sogar noch mehr. Und das habe ich dann so gemacht, indem ich mir 12 von solchen Kandidaten genommen habe. Praktisch so einen kompletten Akkupack, gleich so wie man sie hier manchmal aus den Dingern auch rausziehen kann. Und habe sie an hier so einen großen Re-EMF rangehangen. Ne, da hatten 18 Volt, 3,5 Ampere Netzteil drin. Und alle in Reihe ran, die waren alle bei 0 Volt. Ne, eigentlich auch kompletter Durchgang. Und hier angeklemmt und nach den ersten 2-3 Sekunden waren schon die ersten 2-3 Zellen wieder freigeschossen und dann hat es nochmal 2-3 Minuten gedauert, ehe auch die restlichen gekommen sind. Einige hat er dann doch nicht geschafft, also einige hatten dann wirklich Kurzschluss gehabt. Immer schön die Ampere hier dann eben mit beachten. Aber wenn bei so einem Akkupack hier ungefähr so 12-14 Zellen drin sind, dann waren vielleicht mal nur 3 davon komplett Kurzschluss und alle anderen, obwohl sie bei 0 Volt vorher waren und alle anderen Ladegeräte gesagt haben, hey, die haben Kurzschluss, das bringt nichts mehr, hat es wieder hinbekommen. Also manchmal nicht zu zimperlich sein, je nach Größe von den Akkus halt handeln. Und dann ist das kein Problem mit selbstgebauten Akkuspeichern in Dimensionen, ja, mit denen man auch wirklich was anfangen kann. So, das ist der Stand von Anfang 2016. Bin gespannt, wie es weitergeht. Bis später.